Wer einen Raspberry Pi hat und auf seiner Micro SD-Karte RetroPie installiert hat, der kann seine alten Arcade-Spiele mit einem Xbox 360-Pad spielen oder mit einem PS3-Pad oder hier mit so einem Super Nintendo USB-Nachbau-Pad. Das funktioniert auch gut. Einfach einstöpseln und los geht's. Auch diese Competition Pro Joysticks USB, die funktionieren auch. Gerade für C64-Spiele und so weiter ist das natürlich die erste Wahl. Ja, oder man nimmt hier diese originalen NES-Pads. Wenn man da so ein bisschen bastelt, kann man auch die anschließen. Es gibt natürlich auch solche USB-Adapter, wo man die einfach nur reinsteckt. Die funktionieren auch, also da sollte man eigentlich auch keine Probleme kriegen, auch mit diesen Super Nintendo Pads. Ansonsten gibt es da auch eine Platine, die zeige ich euch in diesem Video noch später. Ja, und diese Mega Drive Pads, die funktionieren natürlich auch, wenn man ein bisschen bastelt oder man nutzt so einen USB-Adapter, dann sollte das auch gehen. Ja, oder man nimmt solche Joystick und Arcade-Buttons, wie man die ans Laufen kriegt und was man da alles benutzen kann, das zeige ich euch heute. Ja, hier bin ich mal auf der Seite von UltraCaps. Um dieses Arcade-USB-Interface geht es heute. Im Vorwort habe ich ja schon gesagt, es gibt auch welche, die nur für einen Spieler sind. Da hat man wahrscheinlich weniger Einrichtungsprobleme mit. Aber wie gesagt, wenn man da so ein bisschen fummelt, dann geht das auch. Hier ist der Belegungsplan. Hier sieht man, wie man die Jumperkabel mit welchen Buttons verbindet. Kommen wir nochmal später zu. Und ja, das funktioniert halt. Also da muss man halt ein bisschen fummeln, dann geht das. Hier ist mal so ein Set. Und genau das habe ich mir auch bestellt. Da sind dann Joysticks und Buttons und Kabel für zwei Spieler direkt mit dabei und halt dieses USB-Interface gleich dabei. Also all in one. Kann man direkt loslegen. So sieht das dann aus. Genau, und man kann die Farben kann man sich halt auch noch aussuchen. Prima Sache. Sind nicht die hochwertigsten Buttons, muss ich auch gleich dazu sagen, aber das geht schon. Ja, diese iPad 2 und die anderen Sachen, die es da noch gibt, die habe ich nie probiert. Die werden aber häufig und gern verwendet. Sind ja ganz bekannt. Die sollen auch mit einem Raspberry funktionieren, aber wie gesagt, kann ich nichts zu sagen. Ich habe die nie ausprobiert. Kann man sich aber auch auf jeden Fall schlau machen im Netz. Ich denke, die funktionieren auch ganz gut. Ansonsten gibt es natürlich auch noch beleuchtete Joysticks mit LEDs. Es gibt beleuchtete Buttons, die habe ich zwar jetzt für mein Projekt nicht verbaut. Ich zeige euch die trotzdem mal nochmal ganz genau gleich, weil das ja auch nochmal interessant ist und vielleicht zu überlegen, ob man nicht vielleicht die nimmt. Weil wenn das alles beleuchtet ist, ist das natürlich auch nochmal... Ja, ganz cool. Die dürften auch ein bisschen hochwertiger sein als die Joystick-Buttons, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber müsst ihr halt schauen. Hier ist der GPIO-Adapter. Auf tindy.com kann man die kaufen. Damit kann man NES und Super NES Pads anschließen. Muss man so ein bisschen basteln. Soll aber ganz gut funktionieren und nicht irritiert sein, dass da oben Dollar steht. Das kommt aus Lübeck, das sieht man da rechts auch. Da kommt also kein hohes Porto oder Zoll und lange Lieferzeiten dazu. Der liefert ganz schnell, der Florian hier. Ja, oder dieser Kontrollblock, den habe ich mir auch bestellt. Das zeige ich euch in einem
späteren Video auf jeden Fall mal. Der bietet eine Menge Möglichkeiten. Also man hat hier halt auch die Möglichkeit, eine LED mit zu verbauen. Man hat einen An- und Ausschalter, den man auch mitbestellen kann, oder man nimmt einen eigenen. Ist eigentlich ganz günstig, finde ich. Also für die Sachen, die man damit machen kann, oder man kann es halt hier auch komplett zusammengebaut bestellen. Die Jumperkabel mit dabei und den Taster mit dabei. Muss man halt gucken, was man braucht, was man machen möchte. Wie gesagt, man kann NES-Pads und Super Nintendo-Pads anschließen. Hier ist die Software, hier ist alles erklärt, wie man das einrichtet, herunterlädt und so weiter. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genau anschauen. Hier so ein Belegungsplan, wie man es verkabeln kann. Ja, und man kann es halt auf verschiedenste Weise einrichten. Man kann das Ganze halt auch als USB-Keyboard quasi, als Tastatur einrichten. Dann kann man halt eine Tastatursteuerung für zwei Spiele einrichten. Alle wichtigen Tasten sind dann dabei hier. Tabulator, Escape, Enter. Alles, was so relevant ist, um so ein System zu steuern. Und das werde ich mir genau so machen. Und hier einmal die Belegung für Nintendo und Super Nintendo Pads. Das funktioniert halt auch mit dem Kontrollblock. Und wie gesagt, das kommt hier vom Petrock-Block, da wo auch das RetroPie-Project herkommt, wo man sich das auch runterladen kann. Hier gibt es ein Forum, hier gibt es eine Menge Tutorials, hier gibt es eine Menge zu sehen von anderen Leuten und deren Projekte. Da lohnt auf jeden Fall mal ein Blick tiefer in dieser Website. Das ist schon ganz nett, was man da alles sehen kann. Oder man nimmt eine alte USB-Tastatur, macht ein Keyboard-Hack. Hier mal ein paar Fotos. Wenn man also Lust hat, ein bisschen zu basteln, ist das natürlich die günstigste Alternative, wenn man so eine USB-Tastatur übrig hat. Da kann man dann auf verschiedenste Weise mit basteln und ausprobieren, die Buttons und Joysticks anzuschließen. Das habe ich auch sehr ausgiebig getestet, wie man sehen kann. Da mache ich auch ein separates Video zu. Ja, das funktioniert natürlich auch, ne? Dann hat man natürlich ein bisschen Geld gespart. Und ja, hier ist einmal dieses USB-Interface. Ganz wichtig, rechts ist Spieler 1, links ist Spieler 2. Ich habe das in meiner Arcade-Box falsch verkabelt, aber ja gut, dann ist das einfach andersrum. Das ist ja jetzt auch nicht so wild. Da werden dann einfach hier diese Jumper-Kabel draufgesteckt. Nach Vorgabe. Ich würde auf jeden Fall die ganzen Kabel beschriften, also dass ihr wisst, wo hinterher rechts, links, oben, unten und welcher Button für welchen Player wo ist. Das würde ich machen, wenn ihr das direkt da verkabelt. Hier so ein Jumper-Kabel. Masse, also das zweite Kabel wird halt hier eingesammelt. Das schauen wir uns später nochmal genau an. Ja, hier habe ich halt auch überall eine Markierung dran gemacht, damit ich hinterher halt alles schneller finden kann, wenn da mal irgendwas ist. Hier mal die beleuchteten Buttons, die ich jetzt ja nicht für dieses Projekt verwendet habe, aber damit ihr die mal seht. Hier so ein Joystick, ja, die sind alle recht simpel aufgebaut. Hier sind halt vier Mikroswitches, also vier Taster drin verbaut, und je nachdem, in welche Richtung man den Joystick drückt, bekommt der Taster oder die Taster halt Kontakt. Eine super simple Geschichte. Montagelöcher kann man also super verbauen. Diese Kugeln oben zum Draufschrauben gibt es in den verschiedensten Farben. Kann man sich halt aussuchen. Ja, dann hier mal so ein Button. Wie gesagt, die habe ich jetzt nicht für meine Arcade-Box verwendet. Aber einfach mal zum Gucken, wie die so funktionieren. Da ist eine Feder drin. Wenn man drauf drückt, wird einfach unten dieses Plastikteil rausgedrückt. Hier zum Fixieren so eine Schraube, wenn man es hinterher verbaut. Ja, und das drückt dann einfach hier auf so einen Mikroswitch. Das ist einfach ein Taster, der stellt Kontakt her. Hier werden zwei Kabel draufgesteckt und
ja, damit die Kontakt kriegen, drückt man halt da diesen Nippi runter. Ja, die steckt man hier in so eine LED-Fassung, die werden unten gehalten. Die werden da unten reingeklemmt und dann hat man auch noch zwei Kontakte hier für die LED. Das sind jetzt 12 Volt LEDs, da ist auch schon ein Vorwiderstand mit eingebaut und unten sind die Drähte einfach drumherum gewickelt, also auch recht simpel. Man könnte jetzt auch selber LEDs da verbauen mit einem Vorwiderstand. Man sollte sich jetzt merken, wo man Plus und wo man Minus hat, wenn man das hier reinsteckt, und einheitlich machen, damit man hinterher nicht rätseln muss, wenn man das verkabelt mit einem Netzteil. Und dann werden die da einfach so reingedreht. Da sieht man das mal. Da rastet das dann quasi ein. Hier diese Nippis, genau, die werden da so reingedreht. Ich hatte hier bei sämtlichen Buttons das Problem, dass das nicht funktionierte. Zu viel Gewalt sollte man hier nicht anwenden. Das ist ja alles Plastik, dann macht man noch was kaputt. Ja, also wenn das zu doll ist und man kommt da einfach nicht rein, muss man so ein bisschen nachhelfen. Ich habe jetzt hier überall einfach diese Nippis hier, genau, die sind einfach zu dick. Da habe ich ein bisschen gefeilt. Da müsst ihr auch vorsichtig sein und nicht zu viel feilen, sonst sitzt das alles zu locker. Das soll ja schon stramm sitzen, damit es einfach auch immer Kontakt bekommt, wenn man drückt. Müsst ihr euch so ein bisschen vortasten. Also ja, fand ich ein bisschen nervig, aber gut. Es hat hinterher funktioniert. Was soll's. Ja, und zu guter Letzt werden halt hier diese Mikroswitches da reingeklemmt. Da auch nicht zu viel Gewalt anwenden, sondern einfach gucken, dass ihr einen richtigen Winkel erwischt. Ein bisschen ausprobieren und dann ist das eigentlich auch ganz easy. Schnöck. Und dann sitzt das. LED noch rein. Und dann kommt das Ganze einfach hier in den Button reingeschraubt, reingedreht. Und dann hält das. Da sieht man das mal und dann drückt er einfach nur auf den Mikroswitch. Diese Buttons gibt es in allen möglichen Formen und Farben. Ist natürlich ganz nett, hier gibt es dann auch diese Spieler Player 1, Player 2 Tasten. Es gibt Münzschalter, also Coin-Tasten. Da kann man sich schon was Feines zusammenbasteln. Vorher einen Plan machen, was man haben will. LEDs gibt es in den verschiedensten Farben. Wie gesagt, man kann auch eigene verwenden. Mikroswitches. Ja, und wenn man keinen fertigen Kabelbaum dazu hat und sich selber was basteln will, dann braucht man hier diese Flachsteckhülsen. Ich habe hier zwei verschiedene Größen gebraucht. Einmal für die Buttons, einmal für die LEDs. Schaut auf jeden Fall, dass ihr welche kriegt, die schon isoliert sind. Hier, so sehen die aus. Ganz normale Flachsteckhülsen, kennt ihr vielleicht. Das macht nicht viel Sinn, wenn die vielleicht Kontakt kriegen, also direkt welche nehmen, die so eine Ummantelung haben. Dann sind die isoliert, dann passiert da auch nicht viel. Kommt hinterher einfach nur ein Kabel hier hinten rein, das wird festgequetscht. Und wenn die hier zu locker sitzen, dann müsst ihr mit der Zange vielleicht nochmal diese Flachsteckhülsen quetschen, damit das schön stramm sitzt und nicht einfach rausrutschen kann. Und für die LEDs habe ich etwas größere gebraucht. Ich glaube, das waren 6,3 mm oder so. Das packe ich gleich nochmal in die Beschreibung. Aber ihr müsst halt auch gucken, was ihr da bestellt und was ihr da braucht. Das steht auch dabei, wie groß die Flachsteckhülsen sein müssen. Hier von den LEDs, die haben eigentlich recht stramm gesessen. Nochmal der Hinweis, wenn ihr die LEDs da reinsteckt, macht es einheitlich, damit ihr überall Plus und Minus auf der gleichen Seite habt. Dann müsst ihr hinterher nicht viel ausprobieren. Ja, und bei den Joysticks, genau, das ist die gleiche Größe wie bei den Buttons auch, nur sitzen die hier bei mir auf jeden Fall strammer, die ist ein bisschen größer. Ja, also 100 Stück haben mir irgendwie, weiß ich nicht, die kamen 6, 7 Euro waren die, haben die gekostet. Also nicht die Welt.
Ja, hier mal ein paar Bilder von meinem Prototypen, den ich mir da mal gebastelt habe. Da ist ein Raspberry Pi mit drin, das USB-Interface, eine LED-Leiste. So, dass ich quasi hinten nur noch HDMI und Strom anschließen musste. Ja, so sieht das von innen aus. Es gibt so HDMI und USB-Buchsen. Die sind rund und lassen sich prima verbauen. Hier sieht man das. Also hier kommt einfach nur ein HDMI-Kabel dran. Hier geht es zum Fernseher, da kommt Strom dran. Und fertig ist das Ding. Und dann schaltet man ein und man kann loslegen. Und wie man sich das bauen kann, was man da alles braucht. Oder beziehungsweise wie ich das jetzt alles gelöst habe. Das zeige ich euch in den folgenden Teilen noch. Und an den Seiten habe ich Acrylplatten, da kann man mal einen Blick reinwerfen. Ist mit der LED-Leiste eigentlich ganz schick geworden. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Teil.